Willkommen zusammen zu einer neuen Reihe hier auf meinem Kanal. Und zwar das Ganze nenne ich Community Talk. Und in dieser Reihe geht es darum, dass ich die ein oder anderen Modderinnen und Modder aus der Community-Szene mit dabei habe. Wir sind hier als Fahrgast unterwegs, einfach mal im ICE 3 hier auf Köln-Aachen. Und mit mir ist ein Gast, den ihr leider nicht sehen könnt hier im Ingame. Der Sitz vor mir ist leider leer. Aber der gute Fabian ist hier. Fabian, hallihallo. Servus. Ja, freut mich sehr, dass du hier bist. Für diejenigen, die dich nicht kennen, kannst ja mal ganz kurz einmal was zu dir sagen. Wer bist du? Wie alt bist du? Wo kommst du so her? Ich bin der Fabian, in der Modding-Szene als Fubian bekannt, bin 16 Jahre alt, komme aus München. Aus München, aus dem wunderschönen München. Ja, dann sind wir eigentlich auf der falschen Strecke, ne? Hätten wir uns auf München-Augsburg hinsetzen müssen. Naja, dann ist das so. Vielleicht kannst du mal ganz kurz irgendwas über dich selbst erzählen. Zum Beispiel, was ist so deine Lieblingsstrecke, ne? So dein Lieblingsfahrzeug im TSW? Hau mal raus. Wenn wir schon bei München waren, Ja. Thema S-Bahn-Verkehr interessiert mich sehr. Also ich habe jetzt nicht eine bestimmte Lieblingsstrecke oder sowas, aber auch aus den alten TS, auch wenn ich hauptsächlich TSW spiele, die S-Bahn-Strecken machen mir immer Spaß. Und dann das Lieblingsfahrzeug, würde ich sogar sagen, wäre auch die 423, weil ich kenne sie ja auch so in echt, war ja auch schon ein bisschen im Führerstand drin sogar. Im Führerstand der Aber wie? 423. Ja. Eieiei, das klingt doch schon mal ziemlich cool. Ich frage mich gerade ganz nebenbei, warum unser ICE eigentlich nicht losfährt, denn er sollte eigentlich schon vor 6 Minuten los sein und ich habe gar nicht die Meldung bekommen, ob ich die Kontrolle aufgeben möchte. Jetzt habe ich das Gefühl, dass wir die ganze Zeit hier rumstehen werden. Mal schauen, vielleicht ändert sich das, ansonsten springen wir in irgendein anderes Fahrzeug rein. Ja, vielleicht kannst du auch noch ganz kurz was zu dir selbst erzählen, nämlich woher kommt denn deine Begeisterung für Züge? Ja, also mal wieder ein bisschen was aus der Familie, wie es wahrscheinlich bei anderen auch ist, dass bei mir war es der Vater, der in der DDR ein bisschen was mit den Zügen zu tun gehabt hat. Und danach ging es dann bei uns zu Hause mit der Modelleisenbahn weiter. Und war irgendwie so das Interesse da, wenn man dann an der S-Bahn-Strecke entlang gelaufen ist, hat man gesehen, oh cool, da kommt wieder ein roter Zug. Ja. Und seitdem dann am Rechner es weiterging mit der Eisenbahnsimulation, da war es dann nicht mehr aufzuhalten. Ja, ich gehe mal davon aus, du hast angefangen mit dem Microsoft Train Simulator vielleicht? Das ist zu lange her. Ja. Es hat bei mir wirklich mit dem TS angefangen. Ja, gut, stimmt, du bist ja gerade mal 16 Jahre alt, ne? Da ist ja der Microsoft Train Simulator, war ja da schon praktisch outdated, als du geboren bist, gefühlt. Also, ja, der Train Simulator. Wann hast du ungefähr damit angefangen, so? Mit Train Simulator und sowas? Also mit TS14 ging es los, aber ich weiß nicht, ob das noch 13 war, schon mit dem Update, oder ob das erst 14 wirklich losging. Ja, gut. Also auch schon auf jeden Fall einige Jährchen. Ich habe ganz nebenbei hier mal abgecheckt. Also, das Signal ist auf jeden Fall grün, aber unser Zug fährt nicht. Vielleicht fahre ich den einfach selbst nebenbei. So, meinst du, das kriege ich hin? Zug fahren und nebenbei reden. Sollte man eigentlich nicht machen, ne? Mach die AFB an. Ich mache die AFB an, LZB auch an. Und dann passt das schon. Guck mal, ich mache das mal eben ganz schnell hier. Türen links auf. Fahrtrichtungswende nach vorne. AFB mache ich direkt auch an. Hier. So. Ja. Ach, der labert immer so viel, der Zug, ne? Das ist unglaublich. Okay, ja, du kannst mal, während ich hier versuche, den Zug aufzurüsten und ein bisschen Multitasking mache, kannst du mir vielleicht erzählen, wie kamst du denn generell aufs Modding? Ja, wie war das so? Wann hattest du mal die Idee gehabt, komm, ich modde mal, und womit hat das Ganze angefangen? Ich musste selber ein bisschen mal wieder auf dem TSC-Discord, den Chance Community-Discord, wo ich auch sehr viel unterwegs bin, musste ich mal zurückschauen und tatsächlich ging es damit los, nicht mal, dass ich irgendwas geschrieben habe, sondern ich erinnere mich, dass ich ganz am Anfang ein bisschen enttäuscht war, dass TSW 2 keine Hauptmenümusik mehr hatte, Ah. wie wir sie aus TSW 1 kennen. Ja. Und hab mit der Einstellungsdatei rumgespielt und habe dann gemerkt, das reicht nicht. Und habe dann meinem TSC Modding Channel ein bisschen leise zugeschaut, was die großen Modder wie Muff, der immer noch tolle Sachen Ja, macht, absolut. was der so treibt, und habe dann
nicht damit mit dem eigentlichen Thema weitergemacht, sondern ich habe dann eine Soundmod für die 423 gemacht, weil die Tür-Sounds ja auf München und Augsburg nicht so toll waren. Das waren ja die 425 Sounds eigentlich einfach nur. Aber dann ging es damit eigentlich weiter, dass ich dann, nachdem ich weiß, wie man so Dateien überhaupt in eine Mod verpackt, dass ich dann das auch noch hingekriegt habe mit dem Hauptmenü-Musik. Ja. Und danach ging es halt weiter mit so kleineren Projekten, bis ich dann, ich weiß gar nicht mehr, das war glaube ich auch wirklich mit dem ganzen Rush-Hour-Zeug, wo dann die Sachen kaputt gingen, wo ich mich dann wirklich damit mal sehr intensiv auseinandergesetzt habe, wie so die technische Seite funktioniert. Ich glaube, ja, dann ging es halt wirklich los, dass man auch also so komplizierte Sachen macht, die nicht nur Texturen oder Sounds ersetzen waren. Also im Grunde genommen hat das auch so ein bisschen damit angefangen, dass du so eine gewisse Unzufriedenheit hattest mit dem Spiel, und da einfach Sachen verbessern wolltest, wo du meintest, ja, das könnte halt, da ist noch Potenzial nach oben, und da hast du dich dann selbst dran gesetzt an die Türsounds und so, und hast gesehen, das funktioniert und kommt gut an, oder? Waren halt aber wirklich auch nur kleine Sachen. Das war nicht mal so eine große Unzufriedenheit mit dem Spiel. Also TSW hat mir schon Spaß gemacht. Vor allem, weil mir TSW 2 ja auch der deutsche Content um einiges interessanter wurde als in TSW 1, an TSW 2020. Weil ja auch München Augsburg rauskam und aber auch schon Köln Aachen hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. Also es waren wirklich so die nur kleine Sachen an mir, die haben mich so ein bisschen gestört, die habe ich dann angepasst und dann habe ich kam ja so halt natürlich beim Arbeiten Ideen, was da noch möglich wäre, bis es sich halt gesteigert hat, bis zu dem, was ich halt jetzt mache. Ja, du hast gerade in der Vergangenheitsform gesprochen, der TSW hat dir Spaß gemacht. Macht dir denn immer noch Spaß? Es ist tatsächlich sogar so, dass ich TSW, der Hauptspaß von TSW kommt bei mir vom Modding. Also die Möglichkeit, die ich da jetzt habe, auch mit dem Inoffizier-Editor und allgemein Unreal, meine Kenntnisse, die ich da inzwischen mehr dann gesammelt habe. Das macht mir schon viel Spaß. Ich fahre kaum noch. Fährst kaum noch, ja. Ja, das ist natürlich super interessant, dass dir der Spaß hauptsächlich daher kommt, dass du jetzt selbst im Grunde an dem Spiel da so ein bisschen deinen eigenen Stempel draufsetzen kannst, ne? Wie ist das so, wenn andere Leute deine Mods benutzen und du das so siehst, dass das gut ankommt? Ist das so das, wofür du das Ganze letztlich machst? So, dass Leute, die das Feedback geben und sagen, hey, das ist mega? Ist das so das, was sich so ein bisschen dahinter antreibt, neben deiner eigenen persönlichen, dem eigenen persönlichen Belangen, dass du das Spiel besser haben möchtest, ist es dir auch wichtig, da Feedback zu bekommen von anderen Leuten? Es ist einfach, mich freut es einfach, wenn man irgendwer mal einen Screenshot reingeschickt, wo man Mod drauf sieht. Es muss nicht irgendwie explizit gesagt werden, dass es den Leuten gefällt, aber nur, dass er genutzt wird und dass es damit so wird impliziert, dass es den Leuten natürlich gefällt. Es freut mich schon natürlich, ja. Ja, das verstehe ich natürlich total. Für welche Mods bist du denn sonst noch so bekannt? Also, ne, wir haben ja jetzt gerade die 423, den Türsound zum Beispiel gehabt. Was hast du sonst noch so auf dem Kerbholz? Türsound habe ich nie released, der ist immer noch. Ach so, Ich habe ja immer gut. noch. Ich habe den nie released, der liegt bei mir immer noch. Ich habe mal vor Ewigkeiten sogar einen ganzen München Hudson Pack Mod angefangen, aber der ist. Also er ist nicht tot, aber ist halt immer noch nicht released. Ja, da können wir uns Ja. wenigstens auf die Zukunft freuen, was das angeht, ne? Ja. Irgendwann mal. Irgendwann, genau. Ja, aber Frage bleibt dann immer noch, für was bist du denn bekannt? Also. Wenn ich auch auf TSC, auf die Webseite schaue, der natürlich meist runtergeladene Mod ist der God-Mode. Den hast du ja auch drin. Genau. Also es ist natürlich schade, dass ich den auf Microsoft Store nicht nutzen kann, aber sonst ist es auch, finde ich, interessant, dass es für manche Leute ein Argument war, auf PC umzusteigen, auch von Konsolen. Ja, total verständlich. Ich meine, man sieht es gerade, ich zoome hier praktisch in den Heißluftballon schon gefühlt hinein da. Das ist schon cool, wenn man da. Das ist ja nur ein Feature der God Mode. Ne? Können wir näher später ein bisschen darauf eingehen, dass man hier Field of View verändern kann. Aber das kann ich ja total nachvollziehen, dass man sich denkt, ja, mit Mods ist schon schöner, ne? Ja. Aber wenn wir nur mal gerade schon Zoom angesprochen hast, eigentlich hat es ja auch Gott mal noch ein bisschen angefangen, so eher als für die Entwickler gedacht, weil notwendig, das sind halt wirklich alles so mehr interne Sachen gewesen, die es angefangen hat. Da können wir gleich nochmal genauer drüber reden. Aber der Zoom kann man wirklich so rein als so kleine Motivation für Leute, die es auch nicht technisch angelegt sind und mit den ganzen Sachen arbeiten wollen, vielleicht auch mal Gott mal zu installieren. Ja, finde ich gut.
Wie bist du so prinzipiell auf die Idee gekommen für die God Mode? Du hast gerade gesagt, dass da Leute sich im Grunde genommen, dass das so intern auch genutzt werden könnte, theoretisch. Wie kamst du generell überhaupt auf die Idee, das Ganze in Angriff zu nehmen? War das so ein. Ja, erzähl mal, wie kamst du auf die Idee, God Mode? Das ist mein nächstes großes Projekt. Wenn du mal die Maus um den Bildschirmrand schiebst, ist es wirklich von links nach rechts in chronologischer Reihenfolge, wie die Ideen waren. Hauptsächlich angefangen hat es mit dem Runtime-Timetabling, was hier dieses Menü ist, mit dem man Züge spawnen kann. Und zwar habe ich mir mal die TSW-EXE geschnappt, die Datei, wo halt, ja, die ausführbare Datei von TSW. Und da sind ja nicht einfach zugänglich, sondern man muss selber durchschauen, in der Datei sind die ganzen Befehle drin. Die Konsolenbefehle, die ja von den Entwicklern genutzt werden. Und da bin ich auf die für TSW2 da noch neue Befehle gestoßen. Wir hatten nur vorher eine vollständige Liste aus TSW1-Zeiten. TSW2 gab es dann diese genannten RTT, Runtime Timetabling Commands. Da war eben diese Spawn Formation und Route Me To drin, das jetzt halt hier in eine UI verpackt wurde. Und das war wirklich so die Grundidee von Godmod, die Konsolenbefehle in einer UI verpacken. Ah ja, also dass man praktisch auf all die Sachen während des Spiels zugreifen kann. Das war so ein bisschen das, was ich jetzt daraus verstehe. Ne? Ja, also vorher musstest du ja mit UUU, heißt das, Universal Unreal Engine Unlocker, die Konsole wieder aktivieren. Und weil das Ganze hier ja jetzt eine Mod mit einer Packdatei ist und einfach nur Blueprint im Hintergrund ist, Unreal Engine Blueprint Code, kann ich den einfach so ausführen, ohne jetzt extra noch das Programm, die Konsole wieder zu reaktivieren und eben diese DLL-Injekte und technische Wörter. Ist es jetzt ziemlich einfach, sind diese ganzen Befehle dadurch ziemlich viel einfacher zugänglich geworden. Ja, ne? Können wir direkt praktisch hier darüber anwählen. Das macht das Ganze schon auf jeden Fall deutlich leichter. Ups, ich bremse unnötig. Moment. So, hier Multitasking. Ganz nebenbei noch den Zug irgendwie nach Köln bringen. So. Sollte eigentlich gar keine eigene Fahrt von mir werden. Ich wollte eigentlich nur als Passagier mitsitzen. Jetzt, ja, was soll man machen? Ne? Da muss man jetzt einspringen. Wie lange hat das denn bei dir gedauert, praktisch von der ersten Idee der God Mode bis zum ersten Release? Was kann man sich da vorstellen? Wie viel Zeit vergeht da? Wie viel Zeit investiert man da in Stunden, Wochen, Monaten? Das kann ich jetzt sogar schlecht sagen. Ich habe da jetzt gar keine Zahl, wie lange ich das überhaupt gebraucht habe. Die Grundidee, das Grundkonzept kam mir halt mal wieder, also so ist allgemein wieder so der kreative Prozess. Ich habe irgendwo eine Grundidee, so das möchte ich erreichen, eher ein Ziel, das nennen wir es eher ein Ziel. Ich habe irgendwo ein Ziel, das möchte ich erreichen. Dann gehe ich halt mal weg, mache irgendwas anderes und nebenbei, wenn ich irgendwo mal kurz eine Pause einlege, denke ich nochmal neu drüber nach. Ich gehe es neu an. Ich sage nochmal, Kopf haben wir jetzt kurz mal abgelenkt, jetzt machen wir mal wieder was anderes. Und jetzt können wir wieder neu drüber nachdenken und dann kommt es mir halt irgendwann so eine Idee, wie man es umsetzen kann. Das war bei mir jetzt, glaube ich, auch irgendwie so 3 Tage habe ich dann gebraucht, bis dann so eine vollständige Umsetzung im Kopf war. Und nur dieses Runtime-Timetabling, dieses im Kopf, dieses Ausdenken, ist für mich das, was am längsten dauert, dass sich umsetzen geht, relativ schnell. Ah ja, also ist im Grunde genommen dieser kreative Prozess vorher, der noch gar nicht so wirklich was mit Modden an und für sich zu tun hat, der nimmt schon sehr viel Zeit in Anspruch, bis man dann einfach mal diesen Plan hat, okay, was genau macht man? Und dann macht man es aber. Dann setzt man es um und dann ist es auch gar nicht, also schwer ist es bestimmt trotzdem, kann ich mir gut vorstellen, aber man muss sich halt vorher zuerst diesen Plan zurechtlegen, ne? Ja, es war halt auch was Neues. Das hat ja vorher noch keiner sowas gemacht, dass man einen eigenen Actor halt dauerhaft reinhaut. Mit der Idee dahinter, dass man das Ganze als User Interface dann halt drüber zum Viewport hinzufügt, was ja Godmode einfach nur ist. Ist einfach nur, also ein Widget nennt sich das. Das nennt sich das UI-System von Unreal Engine. Das haust du dir einfach halt drauf und danach bin ich sozusagen dann frei damit zu machen, was ich will. Bin ich auch nicht mehr an irgendwie, dass ich was in ein Fahrzeug reintun möchte oder sowas gebunden. Das allgemein ist übrigens so ein guter Fahrzeug, ich meine, Mods zieht, sobald man irgendwie versucht, sich seinen eigenen Blueprint-Code auf die Systeme drüber zu stülpen. Und danach bin ich frei in diesem Blueprint drin, da kann ich machen, was ich will. Bin ich nicht mal an DTG-Systeme oder irgendwelche Beschränkungen deswegen gebunden. Das ist ja auch ein Mod, dann, sobald ich das einmal die Idee hatte, wie ich rauskomme, sozusagen, könnte ich experimentieren und machen.
Das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Die Frage ist dann, die sich mir dann stellt, du hast ja vorhin selbst gesagt, dass du vorher gar nicht so viel Modding-Erfahrung hast und jetzt kommt so eine meiner Meinung nach doch sehr komplexe Mod wie die God Mode. Kann das jeder? Also könnte jeder, der sich irgendwie damit auseinandersetzt, dann irgendwann dazu kommen und vielleicht auch so Mods diesen Kalibers raushauen? Ist das so etwas? Braucht man da viel Vorerfahrung oder kann man sich da reinfuchsen? Funktioniert das? Oder ist das eher so, dass man das wirklich irgendwo lernen muss mit dem Codieren und was weiß ich was? Ich kenne mich null damit aus. So. Daher habe ich auch sicherlich nicht die richtigen Begrifflichkeiten dafür. Aber was ich mich frage, ist halt, könnte theoretisch jeder wirklich das auch so hinbekommen? Oder gibt es da doch mehr Voraussetzungen auf so eine Art kognitive Art? Um sowas auch hinzubekommen. Wie schätzt du das ein? Da gibt es sicherlich keine richtige Antwort so, aber wie schätzt du das ein? Ja. Also, Unreal hat jetzt zum Glück, also nutzt ja eine Visual Scripting Language. Also, du schreibst keine Zeilencode, du hast Node-Blöcke, also für Blueprint zumindest natürlich. TSW läuft nicht komplett darauf, es ist auch mit guten alten Code C++ geschrieben. Aber für Mods ist es natürlich die Einschränkung, dass man Blueprint nutzen muss. Dort ist es relativ einfach, simple Sachen zu machen. Es gibt da auch viele simple Tutorials, aber ich muss ehrlich sagen, sobald du irgendwas, was nicht so was Simples ist wie bewege einen Ball hin und her oder nutze diesen schon vorher existenten Spielercontroller, der mit Unreal mitgeliefert wird, werden die Tutorials um einiges schlechter und auch manchmal findet man einfach keine. Also Unreal lernen finde ich es relativ schwer. Also am besten braucht man wirklich jemand anderen, der das einen erklärt. Das hatte ich nicht. Es war halt wirklich sehr, sehr durch andere Projekte. Ich habe halt durch andere Projekte gelernt. Ich habe, wenn ich es mal kurz Schnelldurchlauf durchgehe, erste Blueprint-Versuche waren mit einem FIS-System für die 423, bauen einen Innenraum-FIS mit diesen Vergasoperationsbildschirmen, die großen. Danach habe ich in dem Ebola sozusagen den Vorgänger von Godmode gebaut. Da war so der Haupt, das an sich, was noch 1 zu 1 gleich war, halt nur sah ein bisschen anders aus, aber vom Konzept her gleich war, man konnte damit schon das Wetter verstellen. Das heißt, was auf dem Ebola, was mit dem konntest du Sachen hin und her ziehen, damit konntest du auch genauso wie in Godmode in diesen Environmental Variables Ja, ich erinnere bewegen. mich an die Screenshots und Videos, die man Ja. immer wieder von gesehen hat, ja. Das war, dann habe ich das gemerkt, dass man damit Konsolenbefehle machen konnte und dann war der Schritt zu Godmode nur noch, das Ganze auf den Hauptbildschirm zu kriegen, als Overlay über das ganze Spiel zu legen. Und war dieser Schritt, war das schwer oder war das vergleichsweise einfach? Wie schätzt du das ein? Ja, es sind viele kleine Schritte, die man halt, man erlernt, das kleine Ding zu machen, dann lernt man das kleine Ding zu machen und daraus kann man was zusammensetzen. Ich finde, man kann nicht alles auf einmal lernen. Auch so die anderen Leute, mit denen ich Sachen beibringe, also jetzt sind ja viele darauf fokussiert, hier eigene Fahrzeuge zu bauen. Aber jetzt wo es ja möglich ist, aber es geht auch darum, einfach nur mal so beizubringen, ja, wie mache ich, dass ein Objekt zufällig erscheint. Dann dadurch versteht man so, ach, so funktioniert auch diese Scripting Language. Und darauf kann sie dann wieder selber aufbauen. Das ist man nicht in kleinen Schritten kann man, muss man das angehen. Du hast gerade nebenbei eigene Fahrzeuge bauen erwähnt. Da fallen mir jetzt Screenshots ein, die man vor Monaten mal von der Baureihe 111 gesehen hat. Wenn du möchtest, können wir da gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen, falls du da noch irgendwas zu sagen hast. Aber um nochmal das Thema mit der Godmode vielleicht dann abzuschließen, wir können uns das vielleicht einmal zusammen hier angucken, was wir jetzt hier so haben. Wir haben ja Runtime-Timetabling, da können wir uns im Grunde genommen Formationen, einzelne Züge, Wagen, hier auch natürlich das Schiff, ne, ganz wichtig, spawnen. Das ist, glaube ich, recht einfach zu verstehen, was man damit machen kann. Dann haben wir die Umgebungsvariablen, auch das easy zu verstehen, haben wir auch oft genug in den Videos hier gemacht, ne, dass man sich einfach hier die Bewölkung hochstellt oder was weiß ich was, Nebeldichte, Temperatur. Auch das ist jetzt nicht schwer zu verstehen. Was mache ich mit dem Modders Lock? Ist das irgendwas, was mich interessiert als Spieler? Es heißt nicht ohne sonst Modders Login, also Modders im Namen, das für Modder gedacht ist. Und zwar ist für die Öffentlichkeit gedachten Spiel von Unreal Engine Spiel werden so alle Debug-Sachen, wo du so eine Logdatei schreiben kannst oder halt einfach nur Sachen auf dem Bildschirm ausgeben kannst, komplett deaktiviert. Das heißt, es gibt es einfach nicht mehr diese Möglichkeit. Und das soll ein Ersatz dafür sein, einfach nur. Aha,
Okay, also Also kein Wind. wenn ich irgendwie das GSMR baue und dann noch eine Funkverbindung noch keinen Ton abspielen kann, also eine Audiodatei abspielen kann, aber ich einfach schon mal sehen möchte, es versucht eine Audiodatei abzuspielen, mache ich mir halt einen Funktionsaufruf rein, der mir sagt, okay, jetzt hast du so wie es soll die Stelle erreicht, wo du den Ton abspielen würdest. Dann weiß ich, okay, das funktioniert schon. Okay, also kannst du im Grunde während des Spiels sehen, funktioniert das nicht. Ne? So, es ist einfach eine Hilfe. Ja, ist einfach eine Hilfestellung. Ah ja, Das okay. Dann hier Konsolenbefehle, können wir uns mal hier angucken. Favoriten ist, glaube ich, ups, Moment. Ups, jetzt habe ich mich verklickt. Konsolenbefehle, Favoriten. Okay, was jetzt Max Run Speed croucht und dann, welche Zahl ist das? 1 Million? 10 Millionen? Wenn man darauf klickt, na, easy zu verstehen, ist ja, glaube ich, nicht so schwierig. Dann Remove Train from Tracks. Man sieht ja auch, und das ist toll, dass, glaube ich, das kam irgendwann mit einem Update, wenn man da drüber hovert, dass dann noch diese zusätzliche Information kommt, was da eigentlich passiert. Ne? War, glaube ich, zu Beginn nicht da, oder? Auch das war schon zu Beginn Ah, drin. ja, okay. Nee, es war halt Fleiß dabei, die ganzen Sachen einzutragen. Ich habe es danach, deswegen hat auch die Version 02, also Alpha 02, so lange gedauert, weil ich wollte das richtig alle Daten mal eintragen. Das war, was ich schon vorhin gesagt habe, wo ich die Runtime-Timetelling-Befehle in der EXE-Datei gefunden habe. Das war hier eigentlich genau das Gleiche. Ich bin hier einfach durchgegangen und habe mal alles abgeschrieben, alles ausgeschrieben. Wir stehen halt immer noch von DTG, von den DTG-Entwicklern. Diese Tooltips dabei, diese Infos, was die Befehle machen. Ich stand nur auf Englisch mit drin, ich hab's dann doch mal alle auf Deutsch übersetzt, war auch Ah, das klingt nach einer war arm. Fleißarbeit. Ja, deswegen Fleißarbeit. Ja, verstehe ich. Was macht Relinquish Service? Übergibt den aktuellen Zugdienst an einen KI-Fahrer. Ach, wenn ich darauf draufklicke, übernimmt den dann die KI? Genau. Okay, ich mach das jetzt mal. Ah, hervorragend, guck mal. Hätte sie mir ruhig früher sagen können, dann hätte ich mich jetzt wieder entspannt in den Fahrgastraum setzen können. Ah, toll. So, dann mache ich das jetzt. So, soll der Kollege fahren? Hallo, ich würde gerne mich da hinsetzen. Kann ich gerade nicht. Ich setze mich hier weiter hinten irgendwo hin. Jetzt kann ich mich nirgendwo mehr hinsetzen. Ah, nee, doch. Hier in den Großraum. Ja, guck mal, entspannt. Okay, das hat mir schon mal sehr geholfen, ne? Current Collector Supply Available. Universalelektrifizierung of the Rails. Die Verfügbarkeit der Versorgung von Stromabnehmerkomponenten. Was mache ich damit? Also aus dem TS sind wir eine relativ, also viele, ich nicht, weil ich habe eigentlich mit TSW erst ganz gelernt, wie das funktioniert im Hintergrund. Aber aus dem TS sind viele andere gewöhnt, dass die Simulation von Sachen wie ein Stromabnehmer und die Kabel zwischen Fahrzeugen relativ einfach sind. Aber ein TSW ist leider für Leute, die Spaß haben wollen, zu realistisch. Und das heißt, du musst dem Stromabnehmer, also dieser Befehl, was das Universalelektrifizierung und auch das Off-the-Rail-System von DTG macht. Es muss dem Stromabnehmer tatsächlich sagen, dir liegt gerade die Spannung an, die du zufälligerweise auch eingetragen hast als kompatible Spannung. Du kannst irgendwie nicht so sagen, einfach nur ein Fahrzeug, du hast jetzt einfach Strom, auch wenn das ein Steuerwagen ist und fahr jetzt. Es geht leider nicht, das alles ziemlich realistisch simuliert schon, dass die Lok auch das ist, was fährt und dass die Kabel zwischen den Fahrzeugen, die auch miteinander reden, also die Zugwendesteuerung und Zeitmultiplexe, ich weiß die Begriffe gerade nicht, also die ganzen Steuerungssysteme zwischen Lok und Steuerwagen und sowas. Und jetzt schweife ich gerade zwar ein bisschen ab, aber das ist alles relativ realistisch simuliert und dann, was dieser Befehl macht, du kannst dann eben dem Stromabnehmer vorgaukeln, dass er genau die Spannung hat, die er haben möchte. Und du kannst auch, wenn du dieses Menü aufmachst, sogar auswählen, dass es nie das kriegt, was es möchte. Also hier in Was? diesem, hier praktisch Ja. dann. Ah, ja. A Diesel Mode, Force Current und die Default. Okay. Ist natürlich noch zu bedenken, das ist nur für Fahrzeuge, die Physiksimulation auch vollständig aktiviert haben, relevant. Weil KI-Fahrzeuge, damit der Rechner nicht Feuer fängt oder auch die Konsole, weil bei dem musst du wahrscheinlich sogar noch mehr Sorgen machen, die haben die eine eine vereinfachte Physik. Aber wenn du einen Zug übernimmst, dann kriegt das eine volle Physik, dann kriegt das auch diesen von DTG immer, wenn man den Steam runterscrollt, der wurde seit TSW1-Zeit nicht mehr so beworben. Das ganze System, aber wenn man dann Steam Product Pages von DLCs immer runterscrollt, sieht man unten immer powered by Simigraph. Ja, genau, ja. Das ist das ganze System für die realistische Simulation von der Physik, nicht nur von Schienenfahrzeugen, aber für Schienenfahrzeuge optimiert. Das wird eben nur bei Spielerzügen aktiviert.
Also so könnte ich theoretisch, ich könnte mir ein IC3 auf die Niddertalbahn spawnen und dann, also ganz normal so im Fahrplan, mir ein IC3 spawnen durch die God-Mode und könnte dann hier auf Force Current gehen und könnte theoretisch mit dem IC3 dann auf der Niddertalbahn auch tatsächlich fahren. Ohne das Ganze im Off-the-Rails-Modus in einem Szenario mir selbst zusammenzubasteln. Ja, off the rails macht nichts anderes. Es aktiviert Ja. auch diesen, es macht auch diesen, führt auch nur diesen Befehl aus. Gut, und was hier Slow-Mo ist und so, ne, das ist auch, glaube ich, easy zu verstehen. Wir gehen jetzt nicht jeden einzelnen Befehl durch, keine Sorge, das war jetzt nicht mein Ansinnen. Aber gibt es hier irgendwas in diesem ganzen Konsolenbefehlenbereich, irgendwas besonders Interessantes, irgendwas besonders Erwähnenswertes? Fällt dir da spontan irgendwas ein? Es sind hauptsächlich die Favoriten, weil, also aktuell sind sie noch, von mir habe ich die, kann ich da nur festlegen, ich möchte schon das machen, dass man irgendwann selber Befehle eintragen kann. Aber ich habe mir die Favoriten die reingehauen, die ich auch selber am meisten nutze. Und der Rest von diesem Menü ist ja wirklich dafür da, dass man alle Konsolenbefehle irgendwie in Übersicht hat, die Werte sieht, die gerade eingetragen sind. Wenn man hier gerade, du bist gerade in Wolken drin, siehst du die ganzen Wolkeneinstellungen, die auch gerade so aktiv sind, dass man das Ganze halt auch grafisch sieht. Es gibt Leute, die sind lieber in der Konsole unterwegs, aber weil die ja in TSW nur schon so schwer zugänglich ist und wenn man es dann auch die Konsole wieder reaktiviert, fehlen da auch Features. Da ist das kein Autocomplete drin, wenn ich einen Befehl anschreibe, kann ich nicht einfach Tab drücken und der macht mir den Befehl für mich fertig und so. Ist das, deswegen habe ich das ganze System gebaut. Also, das sollte das einfacher zugänglich machen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das auch tut. Also, ich kann das natürlich selbst nie aus so einer Modder-Perspektive bewerten, weil das ist für mich ziemliche Magie, was ihr da so macht. Aber prinzipiell sieht das schon so aus, als würde es vieles vereinfachen, wenn man es einfach über eine UI anwählen kann in-game, ne? Das ist, glaube ich, schon. Das ist eine Zeitersparnis, auch für all die Leute, die vielleicht in irgendeiner Form Mods oder sowas darauf aufbauen. Ne? Ich glaube, oder hier der Modders-Log, das hilft, glaube ich, alles schon sehr, um auch prinzipiell Zeit zu sparen, oder? Also bei mir auf jeden Fall schon. Das ist ja schon mal wenigstens etwas. Ich habe es natürlich auch darauf ausgelegt, dass es mir hilft. Ja. Hauptsächlich für dich. okay, was mache ich mit den Extras? Gibt es da noch irgendwas? Da kann ich den Jeep erzeugen. Das ist natürlich einer meiner Lieblingsbefehle. Machen wir jetzt nicht, weil wir jetzt gerade im ICE sind. Es würde sowieso nichts passieren. Bitte? Es würde sowieso nicht funktionieren, weil du im Sitz drin. Er merkt schon, er würde im Sitz drin sein, das macht er dann nicht. Ach so, na gut, okay, dann lasse ich es. Zum Player-Start teleportieren. Also ich gehe mal davon aus, dass da würde ich dann wieder in Aachen landen. Wenn du es mal aufmachst, dann passiert erstmal noch nichts. Das ist die Liste Aha. all dieser Orte, die man auch im Hauptmenü auswählen kann, wenn ich sage zu Fuß, also Fahrplanmodus, dann zu Fuß. All diese die Orte, die anwählbar sind. Teilweise sogar auch noch mehr als anwählbar sind, weil bei manchen Strecken werden die wieder deaktiviert, aber vor, also ich glaube, das Einzige, was mir gerade noch einfällt, ist Birmingham Cross City. Dass die das. Da haben sie ein bisschen Gleise außerhalb der Strecke gebaut und haben da schon einen Spawnpunkt hingelegt, aber der ist nicht anwählbar im hauptnormalen Spiel. Ah, okay. Ja, interessant. Also so, ich würde dann praktisch als Third Person würde ich dann da irgendwo auf dem Bahnsteig oder wo auch immer dann landen. Ne? Also jetzt nicht, dass ich da in einem Zug dann drin sitze, sondern ich bin dann praktisch eine Person. Okay. Dann haben wir das. Gibt es hier rechts auf der Seite irgendwas Interessantes? Hier noch in den Einstellungen? Nee, ne? God-Mode Alpha 025. Ja. Ah, ich kann mein Ich kann PUBG auch. mal ändern. Ja, das ist ganz wichtig. Pinkau. Ah! Ah, guck mal, ich habe mir nie die Mods so genau angeguckt. Das ist ja mal cool. noch, was mir noch eingefallen ist, dieses Extra mit dem Spielerstart. Das habe ich eingebaut, weil das Problem ist, wenn man zum Beispiel, also wenn man jetzt halt den Runtime-Timetable benutzt und nicht aufpasst, dann kann es ja gut sein, dass der Zug in einem landet, also dass man im Fahrzeug am Ende steht und nicht mehr rauskommt. Ja, es soll mir schon mal passiert sein. Und damit ist ein schneller Weg, einfach an den Bahnhof ranzukommen. Die Alternative wäre halt, es gibt einen Befehl, der, mit dem kann man sich an Geokoordinaten teleportieren, also an Längen- und Breitengrad. Natürlich muss man den aber raussuchen und dann Ah, müsste man ja. Google Maps aufmachen und dann oder einen anderen Kartendienst, aber Google Maps ist der Vorteil, du kannst es direkt rauskopieren, das ist schon richtig formatiert. Und das vereinfacht nochmal so ein bisschen, wenn du nur in Aachen stehst, gerade einen Zug gespawnt hast. Im Zug drin landen, das kannst du direkt wieder nach Aachen sagen, da stehst du auf dem Bahnsteig. Okay, das ist vorteilhaft. Das war mir nicht klar, dass das so klappt. Gut, dann weiß ich nächstes Mal Bescheid, wenn ich mal in einem Zug drin lande. Dann kann ich mich da wieder raus teleportieren. Das ist auch schon mal nicht schlecht.
Was ist so Thema Zukunft der God Mode? Was hast du da so geplant? Es ist ja immer noch eine Alpha-Version 0.2.5, also noch eine sehr, sehr frühe Version der Mod, und die kann ja schon extremst viel und läuft auch meines Erachtens sehr stabil. Was sind da so grob deine Pläne für die Zukunft, was da noch kommen sollte, kommen könnte? Was hast du dir gedacht, was vielleicht möglich wäre? Wegen dem Wort Alpha ich mal Sorgen gemacht, dass es vielleicht, weil es auch ein größeres Projekt war, doch Instabilitäten hat, aber es läuft überraschend gut, hast du ja selber gesagt. Obwohl ich da jetzt noch nicht mal so stark drauf achte, ich teste natürlich schon erstmal, also du siehst hier oben rechts ist noch ein TSW3-Icon da, also ich teste auch mal, was noch auf TSW2 läuft und so. Aber in der Zukunft wird es wahrscheinlich erstmal noch lang uns in dem Namen Alpha weitergehen, weil es auch wieder ein bisschen kleinschrittiger natürlich entwickelt wird. Wo halt dann ein Teil von dem System gebaut wird und das ist sogar schon teilweise sind ein paar Sachen drin, die zukünftig kommen sollen, aber sind halt einfach noch absolut nicht zugänglich, weil sie noch unfertig sind. Da wäre jetzt, an was ich auch noch vor ein paar Stunden selber nochmal dran rumgeschrieben habe, ist, dass ich einen Weg gefunden habe, wie ich ein bisschen hacky way. nicht so einen schönen Weg, aber wie ich Daten aus TSW über das Lokal, über das Internet oder einfach nur über TCP, also auch über das lokale Netzwerk, einfach eine Anfrage, die von deinem Rechner an den Router geht und der Router macht damit natürlich dann weiter, einen Weg gefunden, wie ich dort Daten aus TSW rauskriege und dann zum Beispiel auf ein Tablet schicken kann, was dann ein Display anzeigt. Ah, also theoretisch ein Ebola-Display, wenn es denn funktionieren würde, könnte man sich dann darauf anzeigen lassen. Na, Ebola wäre ein bisschen viel, aber also weil ich die Daten, die ich rauskriege, sind aktuell, also sind aktuell nur beschränkt auf das, was auch das HUD anzeigen kann. Und am Ende möchte ich die, also intern nennt sich das ein Service dann, möchte ich dann so, also nicht ein Fahrplanmodus-Service, sondern einfach nur ein Service, der auf dem Zug drauf liegt, wo dann der P dann drauf die PZB, die SIFA, die LZB und so läuft, dass ich einfach mal die ganzen Daten rüberschicke. Und dann kann man damit sich ein MFD oder ein MFA für ein Fahrzeug bauen. Okay, das klingt auf jeden Fall schon ziemlich cool. Und da bist du gerade dabei, die ersten Versuche da zu machen und zu gucken, ob das vielleicht irgendwie zukunftsfähig ist. Also ich habe das schon zum Laufen gekriegt. In der 025 ist noch der Knopf dafür drin, aber er macht noch nichts. Wo ist der? Der ist deaktiviert, aber er ist noch Na, theoretisch schade. drin. ich kann nur, außer ich liege jetzt, verrate meinen geheimen Entwicklerbefehl, mit dem ich Sachen immer teste. Nee, du kannst deine Geheimnisse für dich behalten, das ist in Ordnung. Ja, aber der ist noch theoretisch drin, aber er ist noch nicht. Also inzwischen ist es schon so weit, dass er Geschwindigkeit, also alle HUD-Daten rüberschickt und ich habe mir auch schon ein kleines Programm über, dass ich die natürlich anzeigen kann, um das zu testen. Mit einer Frequenz von allen 0,5 Sekunden schickt das rüber und bei mir läuft es auch dann so relativ gut. Also nur so das Referenz-2D-Display macht es einen 1 Sekunden Abstand und das ist ja auch schon. Also es sollte passen. Hoffe ich dann, dass man darüber wirklich hinkriegt, dass man da wie so das wie wirklich auch 2D-Display hat für dann nicht so Sachen wie das GSMR oder fürs Ebola, aber für MFDs und einfach nur so Tachos einzelne, dass man da was Externes hat. Ja, das ist ja auch schon etwas. Ne? Ist ja nicht, da muss man ja gar nicht das Wort nur verwenden, sondern ich finde, das ist ja schon krass, was da theoretisch alles möglich ist und was da wohl noch alles potenziell möglich sein könnte, wo man halt erstmal überhaupt auf die Idee kommen müsste, das mal zu machen. Ne? Ich glaube, das ist erstmal einer der großen Punkte, dass man überhaupt erstmal auf die Idee kommen muss, sowas zu machen. Ne? Ja, das ist ja, was ich vorhin gesagt habe. Ich gehe Ja. halt weg, ich habe ein Ziel und dann überlege ich, wie ich da hinkomme. Und dann, wenn es halt nicht funktioniert, dann verwerfe ich es und denke halt nochmal mit ganz frisch nochmal drüber nach. Ja, das klingt gut. Das kann man ja, glaube ich, in vielen Lebensbereichen übrigens auch so machen. Nicht nur was Mods angeht, sondern im Grunde genommen alles, was so auch so Lernprozesse generell angeht. Ne? Gut, dann würde ich sagen, Thema God Mode. Hast du da noch irgendwas dazu zu sagen? Nein, das sollte alles, was in irgendeiner Art und Weise interessant sein könnte, sein.
Das glaube ich auch. War auf jeden Fall mehr als nur etwas. Hier, man sieht, die Performance wird gerade ein bisschen schlechter. Anscheinend sind wir schon in der Nähe von Köln. Ja, aber jetzt geht's auch wieder. Ja, sind gleich schon angekommen. Ja, was mich persönlich sehr interessieren würde, wir haben, ich habe es vorhin kurz angesprochen, wir haben mal vor Äonen von Jahren Screenshots gesehen von der Baureihe 111. Möchtest du dazu irgendwas sagen? Gibt es da irgendwas, was wir darüber, ja, wissen könnten, sollten? Auch die Fragen kamen ja, sind jetzt zum Glück nicht mehr so oft da, die Nachhakung, wie es dem Projekt geht, wie es ganz am Anfang war. Aber der Stand der Dinge ist, sie existiert, sie ist nicht tot, aber sie wird auch nicht aktiv daran weitergearbeitet. Okay. Gibt es da irgendwelche anderen Fahrzeuge? Musst du natürlich jetzt nicht revealen, so welche, aber so prinzipiell, hast du da noch irgendwelche andere Fahrzeuge im Kopf, die du vielleicht irgendwann mal, an die du dich vielleicht irgendwann mal dran setzen würdest? Ui, Ja, wir fahren hier gerade, ups, unser KI-Zug ist einfach durch Kölner Hauptbahnhof mit 100 km/h durchgebraust. Interessant. Ich wiederhole ihn einfach mal. Nochmal zur Frage zurück. Also Fahrzeuge an, ich habe mal ein bisschen was angefangen, es ist noch nicht weit, aber vielleicht wird mal draus was, also noch ein Triebzug. Muss auch gar nicht mehr dazu sagen. Das ist einfach nur ein Thema, das pe mich persönlich sehr interessiert. So all die ganzen Mods, die man jetzt sieht mit den ganzen Screenshots von Vectron und 152 und was sonst da noch so alles in Arbeit ist. Das finde ich ja sehr faszinierend, dass man jetzt ja mittlerweile im Grunde genommen die Möglichkeit hat, schon in gewisser Art und Weise selbst Fahrzeuge zu bauen. Also wenn ich daran zurückdenke, an die Ursprungszeiten von TSW, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das je möglich wäre. Ich finde es auch interessant, dass also die technische Grundidee wurde sogar schon von Muff, also den Unofficial Editor, den offiziellen Editor, den Gemüse Editor, ein bisschen gezeigt hat, hat er das sogar schon mal so gesagt, dass es möglich ist und wie es funktioniert. Aber vor mir hat es anscheinend keiner dann selber mal probiert. Es ist halt nicht mal, dass es wirklich neu ist, das Konzept, aber es hat einfach noch keiner wirklich durchgezogen, sozusagen. Ah, krass, ja. Ja, ich erinnere mich an einen Screenshot von, ich glaube, das war Thomas, die kleine Dampflok, ne? Ja, ich glaube, auf der Mainz-Spessart-Bahn war das. Habe ich auch noch im Kopf, dieser Screenshot. Hat mich auch sehr fasziniert, dass sowas theoretisch möglich ist, ne? Und dann kann man ja weiter darüber nachdenken, was so alles in Zukunft theoretisch noch möglich wäre, wenn du oder sonst irgendjemand, der sich, du bist ja nicht der Einzige, der sich da im Modding-Bereich rumtummelt, wenn sich da irgendjemand praktisch die Zeit und die Mühe gibt und nimmt, an einem Fahrzeug zu arbeiten, da ist ja theoretisch dann alles möglich, ne? Und das finde ich schon sehr krass. Ja, gibt es irgendwelche Mods, an denen du jetzt gerade so arbeitest, neben der God Mode? God Mode ist sozusagen immer noch das Hauptprojekt, weil die muss ja auch aktuell gehalten werden für neue DLCs und so, weil wie es im Hintergrund funktioniert, kann man ganz kurz erklären. Du packst ein unsichtbares Objekt auf eine Strecke drauf, sagst, die ist in einer sehr, also die hat eine sehr hohe Sichtweite, also sie ist sehr lange sichtbar, obwohl also sie ist eigentlich unsichtbar, aber sie ist lange geladen und dieses Objekt erzeugt dann einfach nur das DUI. Aber dieses Objekt muss natürlich trotzdem für jede Strecke platziert werden. Und deswegen muss es immer aktuell gehalten werden für jedes neue Strecken-DLC. Aber du musst Deswegen die ist es auch. Strecken-DLCs dir nicht dafür immer kaufen, oder? Nee, ich muss den Dateinamen, also den internen Dateinamen von der Map-Datei wissen, dann reicht das schon. Okay, ja, da muss also irgendjemand, der das DLC hat, einfach nur nachgucken und dir dann Bescheid sagen und dann kannst du die Mod schon updaten. Ja. Deswegen, also da wird dann auch, weil es ja nicht ein Update gibt, wird dann irgendwas, was gerade noch in Arbeit ist, mache ich dann, versuche ich dann immer so fertig zu kriegen, dass man es präsentieren kann. Und danach wird es mit dem Strecken-Update released. Aber sonst ist es so, dass ich habe letztens MFD für die ÖBB F16. Wir haben hier in TSW nur in den Taurus nur als eine 182 Rapid Transit und die MLC und Dispo-Lok ES64U2. Was glaube ich, ja, der 1016 entsprechen würde, der ÖBB-Klassifizierung, meine ich, ne? Ja, und 1016 und 1116 teilen sich übrigens auch das gleiche Display. Also
hat dann Fully Lantern, der auch Vectron und die Vectron und Ruhr gemacht hat. Mit dem werden wir übrigens auch irgendwann mal hier noch quatschen, irgendwann in Zukunft, nur so als kleiner Teaser, ja. Kam nochmal auf die Idee daraus, aus der Taurus, die wir schon haben. Er hat das Block genommen, eine ÖBB-Variante zu bauen. Da habe ich gesagt, will ich euch Display bauen? Soll ich ein Display bauen? Da hat er gesagt, halt ja. Und dann, also, es hat eigentlich auch nur so 3 Tage gedauert, bis es fertig war. Also, es ist so, auch schon vor Godbout und auch vor TSW, irgendwie hatte ich immer ein Interesse an alles, was mit UI und Display zu tun hat. Ich hatte auch schon vor mit TSW, habe ich mal in Unity rumgespielt, da habe ich das Taurus Soundbeam nachgebaut, dieses, was man vielleicht ein paar Leute kennt, wo man dann Musik abspielen kann auf der Log. Also in der echten Log. Und danach auch mit den FIS-Anzeigen in der 423 und so, das war ja auch alles Displays, da habe ich irgendwie Interesse dafür. Dann habe ich in 3 Tagen ÖBB 1160 Display zusammengekriegt. Eine Sache muss ich noch fixen, das ist noch nicht ganz fertig, aber vielleicht kommt da auch noch ein bisschen mehr zu dem Projekt dazu, müssen wir noch warten. Also ist kein Zeitdruck da. Das Modding macht viel immer noch auch Spaß. Ja, ne, das ist ja halt die Sache, wenn man das Ganze eben nicht entwickeln muss, Hinblick auf irgendeine finanzielle Perspektive, dann nimmt dann das ja sowieso den ganzen Stress hier raus. Ne? Das ist ja etwas, was sich die TG ja nicht erlauben kann, in diesem Sinne sich halt sich die entsprechende Zeit zu nehmen für DLCs manchmal, und dann sind halt DLCs manchmal ein bisschen halb fertig. Wir sitzen gerade in der 187 von Skyhook Games, und die ist praktisch das Paradebeispiel eines DLCs, das so niemals released hätte werden sollen. Ne, und da ist der Unterschied eben, dass Mods eben so gut sein können, einfach weil ihr euch auch theoretisch so viel Zeit. Fahren wir jetzt gerade über ein haltzeigendes Signal? Ne, okay, wir halten wieder an. Okay, ich dachte schon. Ne, dass ihr euch da so viel Zeit nehmen könnt, wie ihr sie nun mal braucht, und da eben keinerlei Druck habt, außer irgendjemand, der mal im Chat fragt, wann wird eigentlich die Mod fertig? Ne, aber das gehört wohl irgendwie mit dazu, ne, solche Fragen. Ja, ich meine, das ist auch das Schöne am Mods, du kannst ja auch wirklich auf so einen kleinen Bereich fokussieren. Wenn es halt wirklich nur so Texturanpassungen sind, kannst du die darauf deinen vollen Fokus setzen. Da muss ich ja voll zustimmen. Also mit der Zeitdruck und der ganz finanzielle Zeug bei der richtigen Entwicklung, bei der Haywire ist immer was anderes. Ja, ne? Apropos Payware, du hast ja gesagt, du bist ja jetzt gerade mal 16 Jahre alt. Das ist ja jetzt wirklich nicht. Du hast ja noch sehr, sehr viel vor dir so. Unter anderem erstmal die Schule abschließen, so, das steht dir ja definitiv ja noch bevor. So für die Zukunft gedacht, so ganz persönlich, und du musst da aber auch nicht zu persönlich antworten. Aber so, nur mal so als Frage in den Raum gestellt, ist so Software bzw. Game Development, ist das etwas, wo du dir denkst, das wäre etwas für deine Zukunft auf so einer beruflichen Perspektive, vielleicht sogar irgendwie als deine Brötchen verdienen als eventuelle Third Party oder Second Party im TSW? Sind das solche Gedanken, die du vielleicht hast? Vielleicht First Party, Zwinker, Zwinker. Vielleicht First Party? Ja, das war halt wirklich mit den 16 Jahren. Ich habe auch mal ein bisschen gequatscht mit ein paar DTG-Leuten tatsächlich. Aber einfach nur irgendwie, wie das überhaupt ausschaut und so, ob man irgendwas offiziell machen könnte. Aber da ist wirklich das Problem das Alter. Ich muss wirklich warten, bis ich volljährig bin, bevor überhaupt irgendwas da geht. Also auch einfach nur so irgendwas unterschreiben, dass man also sagen kann, weil also anscheinend das DTG Legal Department versucht so vorsichtig zu sein mit allen Sachen. Und wenn es irgendwas nicht sein muss, dann lassen sie es auch lieber. Aber dann vielleicht, wenn es soweit ist. Na, schauen wir mal. Sind ja nur noch so, ja, Pi mal Daumen 2 Jahre. Ne? Das geht ja auch sehr, sehr schnell vorbei, die Zeit. Bis dahin haben wir vielleicht schon TSW 4. Mich oder. würde es nicht wundern. Ja, mich ehrlich gesagt auch nicht. Aber ja, wer weiß. Da können wir uns eventuell ja dann auf irgendwelche First-Party-Verstrickungen deinerseits freuen. Aber das ist ja auf jeden Fall ja noch Zukunftsmusik in weiter, weiter Entfernung, bevor da jetzt irgendjemand schon irgendwelche Luftsprünge macht. Ja, das. Schule und sowas hat ja erstmal Priorität, dann Abschluss zu bekommen, und dann kann man ja immer noch gucken, was man so macht. Aber es ist ja schon mal schön, dass hier da prinzipiell so eine Perspektive offen steht. Gut, dann würde ich sagen, so zum Abschluss noch
zwei Fragen, die ich dir stellen würde. Und zwar die eine ist ganz persönlich so, welches Fahrzeug würdest du dir am liebsten wünschen in den TSW und welche Strecke? Also freuen tue ich mich sogar schon auf ein Fahrzeug, was auch schon in Entwicklung ist und auch schon seit langem, seit sehr langer Zeit. Das ist ein 420 von TSG. Das habe ich vorhin gar nicht dazu gesagt, als du gefragt hast, was ich ganz am Anfang mir vorgestellt habe. 420 ist auch mein Lieblingsfahrzeug. Auch von, Nachvollziehbar. ich habe die auch ja, durfte die auch schon mal ein bisschen näher betrachten, auch aus dem Führerstand. Wirklich ein schönes Fahrzeug. Ich bekomme jetzt auch so, wenn nachdem ich dann ein bisschen im Führerstand bekomme, auch so die Fragen, ja, wie machen wir auf die Führerstandstür in TSW auf? Weil, Fun Fact, der Führerstandssessel, der Fahrersessel ist nicht fest im Boden. Und viele Fahrer stellen sich den ein bisschen nach rechts, damit es bequemer ist. Dann kriegst du die Tür nicht mehr auf. Ach so, ach witzig. Jetzt frage ich in TSW, ob die Kamera ein bisschen nach links ist oder ob man dann die Tür ein bisschen, so dass es durchgeht oder sowas. Ja, bin ich mal auch gespannt. Das kann Die uns wohl Kamera. nur Mike Goltz beantworten. Ja, sie wird irgendwann bestimmt kommen, aber da soll sie auch Zeit lassen. Wenn, dann wird sie bestimmt auch ein Ja, ich. besseres Produkt, wenn man die Zeit sich lässt. Das haben wir ja gerade eben schon mal ganz kurz angesprochen. Ne, da, ja. Ja, und zur Frage Strecke oder sowas. Ich mag, wie schon gesagt, ich mag das S-Bahn-Netz, aber auch so eine Strecke, die mich irgendwie interessiert, ist die Geislinger Steige. Ja. Weil da so unglaublich viel Verkehr fährt und dann ist es wirklich nur auf diesen zwei Gleisen, auf dieser einen Strecke. Natürlich jetzt dann noch, also ich natürlich noch, bevor die Schnellfahrstrecke hier gebaut, Neubaustrecke, richtig in Betrieb vollständig geht. Interessiert mich auch irgendwie, würde ich auch gerne mal sehen. Aber ich habe da jetzt nicht so eine Strecke, wo ich sage, ja, die brauchen wir unbedingt. Naja, das, was vielleicht auch so ein bisschen daran liegt, dass deine Heimat ja sowieso schon eine gewisse Repräsentation im TSW hat, ne? Und da ist man ja schon, glaube ich, immer ganz glücklich damit, so Ja. den eigenen Dunstkreis auch irgendwo wiederzusehen. Das ist bei mir, glaube ich, auch so, ne? Ich bin praktisch auf der Hauptstrecke Rhein-Ruhr beheimatet, und das ist zwar jetzt nicht die schönste Strecke, die wir haben im TSW, so von der Ausgestaltung her, aber trotzdem finde ich das immer doch ziemlich, ziemlich cool, auf der Strecke lang zu fahren, die ich letztlich aus meinem eigenen Alltag auch kenne. Noch mehr Spaß zu modden. Bitte? Wünsche macht noch mehr Spaß zu modden. Ja, ne, das glaube ich. Ich erinnere mich da an deine Mod hier mit dem Unfall, mit dem Annex-Wagen, ne? Die ist aber nie oft für TSW3 portiert worden, oder? Nee, war auch ein Spaßmod. Ja, war ja mehr so ein Gimmick. Ja, ich möchte jetzt auch nicht, habe auch extra geschrieben in der Beschreibung, ich möchte jetzt nicht so viel draus machen, dass es jetzt hier eigentlich ein Unfall war und so. Aber ja, Ja, ja. Spaß habe ich es eher gemacht. Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr cool. Aber ich hab lange gebraucht, bis ich herausgefunden habe, dass die Mod bei mir zu Abstürzen auf München-Augsburg geführt hat. Weil ich nicht gecheckt habe, dass ich die noch im TSW 3 drin hatte. Aber naja, gut, das war dann mein Fehler. Gut, allerletzte Frage. Wo und wie findet man deine Mods? Namen habe ich ja schon ein paar Mal, habe ich schon mal ein paar Mal angesprochen. Trains and Community. Bin ich also auf dem Discord viel aktiv, aber natürlich auch auf der Webseite und da release ich dann auch immer meine Mods und teile sie auch immer am aktuellsten. Da wisst ihr Bescheid. Link dazu schreibe ich auch nochmal in die Videobeschreibung rein. Und da könnt ihr euch die ganzen Mods zu Gemüte führen. Wenn ihr zumindest auf dem PC spielt, Konsole, schaut da leider immer so ein bisschen in die Röhre. Gut, noch irgendwas Abschließendes zu sagen? Irgendwas noch auf dem Herzen? Guten Abend. Ja, den wünsche ich auch. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen und hoffe, euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Alles Gute, alles Liebe, tschüss, ciao und auf Wiedersehen.